Ich hab's kommen sehen. Das ich auch. Stimmt, die Geige. Die Geige müssen wir noch vergewaltigen. Man nervt doch nicht, Mensch. Und sie ist mehr so das fitte Mädchen. Wir haben ja im Keller extra diesen Fitnessbereich für sie ja schon eingerichtet, ne? Den ganzen Fitnessraum. Nur für Aya. Das passt schon. Oh Gott, ey. Also wenn er schon den ganzen Tag spielt, dann kann es am Ende des Tages auch schon mal besser klingen eigentlich. Ja, und des Rätsels Lösung. Danek steht auf dem Bett. Und Aya sitzt da. Oh, Danek, jetzt geht doch mal endlich vom Bett runter. Ich will schlafen. Mensch, ihr habt euch bestimmt schon mehrere Wochen nicht geküsst oder so. Aus Familie rauswerfen. Alter, ist das heftig. Das mache ich zu Hause auch immer, ne? Ich nehme dann die Teller, die ich nicht gerade benutzt habe, die schmeiße ich dann immer in den Müll und dann kaufe ich mir neue. Die sind auch einfach so im Schrank dann, die muss ich nicht, also eigentlich muss ich die auch gar nicht neu kaufen, ehrlich gesagt. Ist ganz praktisch. Ist komplett normal. Ich habe eine Phase, ich ziehe ein Bärenkostüm an, der auf jeden Fall eine Avocado auf dem Bauch hat. Anstatt einfach normal das mal schnell zuzubereiten. Nein. Man muss sich da richtig ein abkämpfen mit den Messern. Dann nimm dir doch mal einen Sakura-Tee. In der Zeit kommen die Pflanzen hier alle an. Das hier rahmen wir auch mal rein. Das machen wir mit Danek. Der braucht ja auch emotionale Kontrolle. Das hat jetzt nicht so funktioniert bisher. Oh, sehr unauffällig. Ich muss schon sagen. Oh Mann, ey. Also in echt würde ich das natürlich so nicht machen, ne? Also ich bin mir sicher, dass Leos bestimmt weiterentwickelte Blumen haben möchte. Deswegen machen wir das bei ihm jetzt auch einfach mal. Dieser Sim muss zuerst eingeladen werden. Ich wollte ihn ja auch nicht einladen. Ich wollte als Fledermaus dahin fliegen und ihn leer saugen. Jetzt geht sie hier hin. Okay, besser als im dritten Stock ins Bad. Unterhaltet euch durch so ein Ding, ey. Das ist überhaupt nicht komisch oder so. Ey, ich kenne mich so mit Blumen halt überhaupt nicht aus. Für mich ist alles einfach nur Blume und Rosen. Rosen kann ich auch noch unterscheiden, aber sonst... Gleich holt man ihn mir weg, weil er nicht anfangen möchte zu essen. Du hast ein Kompliment von einem niedlichen Klassenkameraden bekommen. Ein niedlicher Klassenkamerad? Scheiße. Da bedient er sich einfach am Geburtstagskuchen seines Sohnes. Ey, das ist so ein Rabenvater. Sie stinkt, sie muss aufs Klo, sie hat Hunger. Luis weint. Aber sie werden erstmal schnell heiraten. Ey, du Trottel, du sollst hier schlafen gehen. Nein. Wir fallen. Oder auch nicht. Kann man hier runterspringen? Nein, kann man nicht. Wir haben ihn besiegt. Ja. Wir nennen es... Baum. Mir fällt nichts ein. Es ist einfach so, mir fällt nichts ein. Baum. Bleiben erstmal am Zaun hängen. Wir machen die Pflanze dabei groß. Das mache ich gerne. Damit die Leute hier auch einen guten Ertrag haben. Wollt ihr jetzt voll reinreiten? Warum geht das denn nicht? Wir brauchen eure Hilfe nicht. So bin ich da aber nicht angekommen. In Person. Also wisst ihr, hier streift ein Monster durch die Gegend, was irgendwie Slenderman sein könnte oder das Tentakelmonster oder was weiß ich was. Mit einer sehr großen Öffnung. Und die sorgen sich um das Turnier. Natürlich nimmt er jetzt das Mühlending in die Hand. Es war ja klar. Naja, immerhin können sie jetzt Lasagne machen mit dem toten Pferd da hinten. Und ein Schaf hat uns richtig zur Seite gemacht. Ich finde ja, Geralt hat so voll die Busen. Also so ein BH mit in seinen Oberdings da. Was ist das überhaupt für ein Oberteil? So eingearbeitet. Er hat bestimmt schon so ein B-Körbchen. Ich bin eigentlich klitschnass. Müsste richtig stinken nach dem, wo ich hier in der Plörre drin rumgeschwommen bin. Aber wir gehen in die Taverne und fragen ganz normal nach, als ob das nicht so wäre. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen. Die Leute halten das Biest für eine Strafe der Götter. Und das Baby im entfernten Dorf, das ist ohne...
dass die Frau von einem Mann geschwängert wurde, auf die Welt gekommen und Jesus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und die Tür ist überhaupt nicht gruselig gerade einfach zugegangen, nein. Und plötzlich erscheint unser Pferd, das stand direkt vorm Eingang. Natürlich haben wir das gesehen. Warte mal, wie wird man das Feuerding? Wow, die ist ja echt heftig dran, Alter. Steckt eine lebendige Hand mir in die Arschtasche. Ich würde das ja nicht machen, ne? Muss ja mal was anmerken. Er hat gesagt, das Blut fließt noch in der Hand. Aber der Blutkreislauf vom Körper ist ja ein Kreis. Und die Hand ist Teil davon. Das heißt, irgendwann müsste dann auch das letzte Blut aus der Hand geflossen sein, weil die da ja ein bisschen kaputt ist. Ein bisschen kaputt, ne? Die sehen so affig aus. Ich meine, Geralt sieht schon affig aus, aber die erst recht. Wir müssen ihnen helfen. Geralt jumpt da so rüber und er... Geralt gefällt das nicht so, glaube ich. Meister Geralt, kommt, wir müssen ihn suchen. Wir? Wahrscheinlich muss ich ihn suchen. Oh Mann, dieses Spiel. Oder alle Spiele, die sagen, wir machen das. Nein, immer muss ich das machen. Bitteschön. Wenigstens haben sie sich bedankt. Okay, dann fährt die halt einen kleinen Kreis. Die Buslinie da hinten ist jetzt auch kein Problem. So. Oh nein, wir haben gar keine U-Bahn. Ich bin ja auch ein Held. Ja, ich würde die Linie auch bauen, aber die Leute, das Geld möchte das nicht. So. Bauen Sie eine U-Bahn-Linie. Ja, ich... naja, dabei ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Ein Bus hat eine Panne. Das ist schlecht für den Bus. Ich habe einen Typen besiegt. Tja. Leg dich nicht mit Chihiro an, mein Freund. Ne? So. Alter, wo packe ich diesen Schneemann jetzt hin? Ich packe ihn erstmal vor die Tür. Wenn ich zeitgleich mit so einem Krebs hier reinlaufe, kommt der dann mit? Oh nee, das sieht doof aus. Ich dachte, jetzt fliegen hier einzelne Pilze. Schade. Ich finde, der Boden ist super geil, so, aber die Wand passt dazu nicht. Nein, ich brauche doch mehr. Oh nein. Da kann man in diesem Gebäude zwar nicht mehr schlafen gehen, aber das ist kein Problem. Man muss sich hier echt an alles erinnern, was man machen wollte, weil wenn man einmal anfängt, irgendwo hinzugucken, dann war es das mit Erinnerung. Oh, oh, oh. Yo. Number, oh. Oh, das Glas leuchtet, ich wusste es. Mmh, das ist geil. Oh. Damit die Badewanne beleuchtet ist. Das gönnen wir uns jetzt mal. Das ist die Ureiche. Das war die erste Eiche, die hier jemals stand. Aber wir gehen mal besser weiter. Ey, der Baum ist auch mega. Erstmal kriegt sie einen Kamin, wie jeder andere auch in diesem Haus, in ihrem eigenen Zimmer. Da kann sie ja bestimmt noch dran vorbeigehen, wenn wir das so hinstellen, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die jetzt vielleicht nicht gerade dumm ist. Das Bohrmaschinen-Jingle von Claudio soll gerade gesendet werden. Ach ja, alles klar. Alter, willst du mich verarschen? Ich stand da zuerst vor, mein Freund. Ah Mann, den wir sind so geil, Preis. Den stellen wir hier mal hin für ihn. So, Victor hat seinen freien Tag mit Gartenarbeit verbracht, mal wieder. So wie jeder andere Sims im Moment in diesem Haushalt. Aber das Coole ist, wir können das verkaufen. Und wir können saubere Wäsche auch verkaufen. Er muss ja erstmal furzen, ey. Er ist ja echt super. Erstmal fett furzen, das Fenster geschlossen lassen und sich an den PC setzen. Weil ich glaube, der... Also ich weiß nicht, wenn ein Baum Käfer hat, haben es plötzlich alle. Aber sofort. Nein, die haben keine Übertragungszeit oder so. Die haben das einfach alle sofort. Nee, er hat unterwegs vergessen, dass er schlafen gehen wollte. Mensch. Masato Hasegawa. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lucien angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Wir wohnen zwar schon ewig zusammen, aber hey. Ich will doch nur eine Katze haben. Okay, dann können wir keine WG-Katze uns gönnen. Was ist das denn geiles, ey?
Flip-Flop-Wandlampen. Ja, nee. Geil. Geil, geil. Sie hat sich bestimmt das anders vorgestellt als an ihrem Freitag. Ich glaube, wir haben ihr sogar Urlaub genommen, hier alles zu besprühen. Claudio muss dann auch zur Arbeit. Alle sind hier zur Arbeit. Wir haben das ganze Haus für uns alleine. Hier auf der linken Seite der zweite von rechts und dann auf Seite 3. Ich hab die Schädel. Achso. Habt ihr es mittlerweile mal hinbekommen, Babys zu machen? Nein, habt ihr nicht. So, ich hab nämlich 3 Fische, die hänge ich jetzt hier schon mal auf. Und 2 Lurche. Achso, du hast schon Red gebaut. Und 2 Kaninchen. Ja, dann werden wir vielleicht dann doch mal schnell die Mauer gleich machen am Tag. Wir können ja ganz schnell hier mit der Kettensäge alles niedermachen, das ist ja ganz praktisch. Ja, ich hake hier gerade mal das... Wow! Mich das nach oben geworfen. In unserem Fenster ist gerade eine Möwe reingeflogen, hat sich direkt ins Fenster gesetzt und ich mit Pfeil und Bogen erstmal flupp. Möwe weg. Ja. Komm unten an, hat er noch den Pinsel in der Hand. Solange du nicht einfach random einen Baumstamm in der Hand hast. Ja. Weiß, mit Schiff kannst du schneller schwimmen. Ja, ich bin dabei. Dachte sie und rast an mir vorbei. Verdammt. Das war... Oh, Gott sei Dank. Das und war ich knapp. Frag noch. Scheiße. Scheiße. Okay. Scheiße, dabei brauchen wir dann noch eine Karte. Ich halte eine Karte an die Tür. Bei mir ist es zumindest schon mal grün. Und sie geht auf. Sie geht auf? Ja. Also. Das ist gruselig. Mhm. Was zur Hölle? Lenkt die Alte ab? Oder auch nicht? So. Ups, jetzt habe ich aus Versehen mein Schwert geschwungen. Aber du wurdest nicht getroffen. Alles gut. Okay. Boah, okay. Man kann die Höhle vor. Die Höhle, die Welt von hier aus sehen. Und. Wink mal den Passagieren! Ach du Scheiße! Jetzt passiert mit Timmy dasselbe. Oh nein. Du bist ja auch einfach runtergesprungen, ja. Ja, natürlich. Livos mit den Taschenlampenhänden. Livos mit den Taschenlampen. Es ist komplett egal, dass das Kacke ankommt. Ne? Es ist ja ein Spiel. Es klatscht da auch voll drauf rum. Ne? Also, wenn das Ding irgendwann auseinanderbricht, dann wissen wir Bescheid. Willkommen auf dieser unglaublichen Präsentation, meine Freunde. Ich habe immer diese Brille auf, damit ich hier die ganzen hässlichen Gestalten hier nicht sehen muss. Wenn bei mir ein Typ in engen Klamotten Stoff durchs Fenster steigt, ich würde ihn auch umklatschen. Ja, vielleicht fehlt uns das ja noch. Wir haben ja sonst alles gekauft. Oh Mann, ich kaufe mir richtig sinnlos alles. Würdest du mir mit einem Video helfen? Ich werde dich in der Verlinkung beschreiben. Im Video verlinken, so. Oh, ja, meine Güte. Weiß schon nicht mehr, was ich in diesen Präsentationen noch labern soll, um diese Zeit zu überbrücken. Die machen das auch so, dass sie sich dann vor so ein Ding stellen und plötzlich kommen da 30 andere hin, die dann einfach mit dastehen. Das ist alles okay. Okay, ernster Kommentar. Ich bin hier einfach die ganze Zeit dabei, ihr zuzugucken, wie sie das macht. Und vergesse, dass man nebenbei Sachen anklicken muss. Aber die sehen halt alle hässlich aus. Mit denen will ich gar nichts anfangen. Ich glaube, jetzt kaufen wir einfach auch alle neuen Spiele. Weil wir es können. Ein exklusives Gameplay-Video machen könntest, bevor es veröffentlicht. Ja, mache ich. Dann kann der Platz jetzt ja nicht besetzt sein. Mhm. Forest Gamp.
Du startest eine Aufnahme und vergisst dich selbst. Wie kann man sich selbst vergessen? Du machst Amateur-Bingo. Was auch immer Amateur-Bingo ist. Ich wusste gar nicht, dass man Bingo in einer Profiliga oder sowas spielen kann. Ich meine, guck mal, wir haben 6,6 Millionen aufgerundet und der nächste hat 3,9. Was ich interessant finde, die sind alle im White Bands Network und wir nicht. Und wir sind trotzdem besser als alle anderen. Nur mal so am Rande, ne? Dass er einfach Heinrich heißt, ne? Irgendwie dieses Heinrich, das... Nee, das passt irgendwie nicht. Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Bier braucht man zum Schmieden. Was ist das Geiles? Junge, lauf! Ah, oh mein Gott! Rein aus Neugier. Ich glaube kaum, dass wir es noch brauchen. Scheiße. Tja, lässt es erstmal fallen. Ups. Dass ich in einem Spiel mal rumlaufe und Brennnesseln einsammle, ey. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber wo warst du so lange? Musste dich suchen, du. Weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rutsch rüber, ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Gut, einen kleinen Moment, ich rolle ihn für dich ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach schon, runter damit! Das nenne ich Wein. Er hat gar nichts gemacht, aber er trinkt. Silvana. Ach du Scheiße. Um Gottes Willen, hört auf, alle beide! Scheiße.